Also einer der Vermittlungsansätze der Gedenkstätte Bautzen ist es, über Haftschicksale, über Häftlingsbiografien eben jene Schicksale den Besuchern zu vermitteln, zu zeigen, welche Wege nach Bautzen II führten in diese Stasi-Sonderhaftanstalt, die einzige, die es gab in der DDR, die offiziell dem Ministerium des Innern unterstand, aber de facto die Staatssicherheit hier den Zugriff auf die Gefangenen ausübte. Wir denken und sind davon überzeugt, dass gerade über diesen Zugang, über Biografien nochmal einen anderen Zugang den Besuchern schaffen, sich der Geschichte dieses Hauses zu nähern, jenseits von Stasi-Unterlagen oder eventuellen Fotos, die überliefert wurden. Ja, so wird einfach der, wie gesagt, die Wege nach Bautzen nochmal ein bisschen greifbarer. Dieser kleine Freihof ist einer von sechs kleinen Freihöfen, keilförmigen Freihöfen, wo Häftlinge für eine halbe Stunde am Tag rausgeführt wurden und ihre Runden drehen mussten. Auf diesen Plattenweg, der hier angelegt wurde, musste man im Kreis gehen, sich hinsetzen, hinlegen durfte man nicht. Man musste ständig in Bewegung bleiben, weil auch den Bediensteten hier viel daran lag, dass die Häftlinge gesundheitlich nicht zugrunde gingen. Und deswegen bestand so eine Art Bewegungszwang. Ja, und die Häftlinge, die hier in Bautzen II in Einzelhaft eingesperrt waren, in Isolationshaft oder in Arresthaft, also über bestimmte Zeit ihres Daseins in diesem Gefängnis keinen anderen Gefangenen sehen durften, die wurden auf diese kleinen Freihöfe geführt. Den Rasen oder Unkraut gab es nicht. Erich Löst beschreibt es in seinem Erinnerungsbericht Durch die Erde ein Riss ziemlich eindrücklich, dass es ein Gefangenenkommando gab, was tatsächlich die Aufgabe hatte, die Freihöfe von Unkraut zu befreien, damit kein grüner Zweig irgendwie hier in diesem Komplex auftaucht. Ich bin 1972 als Fluchthelfer, als Westberliner Fluchthelfer, verhaftet worden bei einer Aktion, die an der Sektorengrenze geendet hat. Und bin zu 13 Jahren verurteilt worden. Wie viel haben Sie davon abgesessen? Und ich habe im Gesamten ungefähr knapp vier Jahre abgesessen hier in dem Haus unter verschiedenen Haftbedingungen. Mhm. Verschiedensten, kann man schon sagen. Mhm. Sie waren auch da unten in dem Arrestkäfig, was ich vorhin gesehen habe. Ja, natürlich. Ja, ja. Wie war das, dort eingesperrt zu sein? Naja, wie fühlt man sich, wenn man jeden dritten Tag was Warmes zu essen bekommt und ansonsten am Tag nur drei Scheiben Trockenbrot und eine eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit hat? Man durfte ja nicht diesen Käfig verlassen und ansonsten war man sich selbst überlassen. Ne? Keine Kontakte, kein Schreiben, kein Lesen, nichts. Mhm. Höchstzeit 21 Tage und dann musste man wieder in den normalen Strafvollzug eingegliedert werden. Ja. Ich habe gehört, dass es auch Fälle gab, wo das nur kurz unterbrochen wurde. Nach dem Motto, man kam einen Tag raus und dann kam man in den nächsten Käfig. Ja, genau. Das waren beliebte Dinge, die als Erziehungsmaßnahme gesehen wurde. Das ist natürlich genau das, was die DDR immer gemacht hat, Dinge auf den Kopf zu stellen. Wenn 21 Tage Höchstdauer sind und eine Unterbrechung von manchmal auch nur Minuten, also mich haben die einmal in die Zelle gebracht, nach 10 Minuten ging wieder die Tür auf und bums war ich wieder 21 Tage drin. Und das ist ein Missbrauch von den eigenen Bestimmungen, die man so hat, oder eigene Gesetze, genauso wie mit dieser dämlichen Ankündigung, dass es ein demokratischer Staat war, wenn sie die Wahlen gefälscht haben. Mhm. Also da macht sich das deutlich. Ja? Die schlimmere Möglichkeit, jemanden zu zerbrechen oder klein zu kriegen oder einfach zu zwingen, seine charakterliche Haltung zu verlassen, war so Isolationshaft. Das hieß Absonderung im gesamten Bereich. Du hast in deiner Zelle gesessen, hast mit niemandem Kontakt gehabt, konntest keinen Besuch bekriegen, keine Arbeit, deshalb
weil keine Arbeit, nur halbe Verpflegung und nicht lesen, nicht schreiben, nichts, nicht mal die Matratze auf dem Bett. Das wurde alles rausgeräumt. Und wird man da langsam verrückt im Kopf? Und die Dauer, das wollte ich noch sagen, die Dauer war unbegrenzt. Also das war nicht festgelegt, wie lange das sein durfte. Ich habe jetzt erst durch meine Einsicht in meine Akte nachweisen können, dass ich mehrmals zu mehrmonatiger Isolation verurteilt war. Das war eine Erziehungsmaßnahme, so steht es dann wirklich drin, wurde angewiesen von dem zuständigen MFS-Offizier hier, bis auf Weiteres stand da. Ne? Und das waren Wochen und Monate. Natürlich wird man da etwas mit Schugge im Kopf und hat zu tun, was macht man die ganze Zeit. 24 Stunden sind unheimlich lang. Ja. Ja. Also da hat man dann auch noch Jahre nach seiner Entlassung schwer mit zu tun. Und hier gab es halt Leute, das noch zu sagen, die ja bis zu 10 Jahren in solcher Situation zugebracht haben.